lassen. Wir starten hier heute eine kleine Bar-, Café-, Restaurant-Tour durch Berlin. Das Blöde ist nur, ich habe kein Geld dabei. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich werde mir meine Drinks heute hier mit unglaublichen Wetten erspielen und nie verlieren. Die Hilfsmittel für den kostenlosen Abend: eine Olive, ein paar Gläser und ein geliehener 50-Euro-Schein. So wird der Abend billig. Hallo, wie heißt ihr? Ich bin Christian. Christian? Und Philipp. Und Philipp. Ihr würdet mir eventuell einen Drink ausgeben, falls ihr verliert. Na ja, klar. Okay, wir zocken eine Runde. Aufgepasst, hier habe ich 50 Euro, die könnt ihr gewinnen. Wenn ihr Folgendes schafft: die Weinflasche stelle ich so drauf. Ihr müsst jetzt den 50-Euro-Schein da rauskriegen, ohne dass ihr die Flasche berührt und ohne dass sie umfällt. Es ist ein Trick dabei, aber man kann es schaffen. Na, rausziehen, das würde ich schon mal nicht sagen. Probier. Ja, aber dann ist ja verloren, oder? Ja, aber ich müsste halt ein bisschen vorsichtig rumprobieren. Hammer. Würde ich einfach mal so machen. Aber du darfst sie ja nicht berühren. Ach so, man darf sie nicht berühren? Ja, dann wäre der... Scheiße. Dann wäre das Ganze ja nicht so unglaublich. Naja, also haben wir noch ein bisschen Bedenkzeit, oder? Ja, ein bisschen habt ihr noch. Die 100er, Alter. Alles klar, Alter. Okay. Wollt ihr sehen, wie es geht? Ja, ja. Hast du den Drink verdient, bitte? Ja, habe ich, wa? Was krieg ich denn? Schätzt eine Cola? Ja, schon mal besser, oder? Was Besseres gleich? Ja. Dann hätte ich gern einen Cocktail. Ja. Die nächste Kneipe. Die Sache mit der Olive. Manfred, folgende Außensituation. Wir haben eine Olive unter einem Glas auf diesem Bierdeckel. Die Olive soll, ohne den Tisch zu berühren, auf diesem Bierdeckel. Du darfst sie nicht verschieben. Also nichts, keine Spielchen. Nur das Glas berühren. Ich nehme. Probier einfach. Probier es aus. Na, mein Problem, dann müsste ich sie anfassen. Das darf ich nicht, schätze ich. Die Olive nicht. Sag ich ja. Da fängst du an zu schwitzen, Manfred, wa? Ein wenig, ein wenig. Wie machen wir das? Muss drüber. Wir machen das. Pack ich nicht. Packst du nicht? Nein. Gibst du auf? Ich gebe schon auf. Echt schon, Manfred? Ja. Du bist doch ein Sportler. Ja, aber das geht nicht. Also nicht in meinen Augen. Wenn okay. Ich nur das Glas berühren darf, ohne irgendwas anderes, schaffe ich es nicht. Soll ich es dir zeigen? Gerne. Und dann kriege ich einen Drink. Dann kriegst du einen Drink. Aufgepasst, so können Sie sich auch einen Abend erschnauen, ne? Cool. Okay. Das ist ein Drink wert. Her mit meiner Cola. Gut. So, ich spiele jetzt mit Sabrina. Sabrina, Folgendes würde ich gerne von dir wissen. Was glaubst du, ist länger? Die Länge des Glases oder der Umfang? Der Umfang. Okay. Was glaubst du jetzt? Was ist länger? Die Länge oder der Umfang? Die Länge. Die Länge? Ja. Also wenn man jetzt den Umfang nimmt und das Band drum macht, ja, dann soll es praktisch genauso lang sein. Nee, ich frage nicht, was länger ist. Was länger, dann ist das hier länger als das. Als der Umfang, ja. Mist. Entschuldigung. Die Erfurter wollen mich reinlegen. Mess du ab. Warte ganz oben am Rand. Tatsächlich, der Umfang ist größer als die Höhe. Schade, schade, schade. Da hätte ich schalten müssen. Aufgepasst. Sechs Gläser stehen am Tisch. Man kann die ja jetzt dann so hinstellen, ne, dass die so leer, voll, leer, voll, leer, voll.
Diese Reihenfolge mag ich sehr gerne. Okay. Jetzt mache ich es eine Runde schwerer. Jetzt darfst du nur noch ein Glas bewegen. Und ich will die Reihenfolge aber trotzdem haben. Ein Glas darfst du berühren. Ein Glas darfst du bewegen. Und ich will die Reihenfolge leer, voll, leer, voll, leer, voll haben. So in die Reihe und nur ein Glas berühren. Und dann? Will ich diese Reihenfolge wieder haben. Leer, voll, leer, leer, voll, leer. Einmal. Einmal? Ein Glas nur. Ein Glas nur. Ach so. Ja. Leer voll geht nicht. Nein. Okay, und du sagst, es geht nicht. Okay. Ich sage dir. Okay, danach bin ich. Ich krieg einen kurzen von dir, nehme ich gleich. Hier kriegst du auch einen. Okay. Prost. Jetzt ist er dran, ja klar. Miriam, was ist das? Na, Zucker. Welche Farbe hat der Zucker? Weiß. Was trinkt eine Kuh? Wasser. Sehr gut. Alles klar. Keine Milch. Ich tue den Zucker hier rein. Das ist ganz einfach. Und sage jetzt einmal, Zucker ist weg. Ah, Wiesbaden. Du bist ein Zauberer, Susa, das bin ich. Hallo, ein jetzt. Gut. Wie mach mal das? Deine Hand auf, bitte, einmal. Und da ist die Zucker wieder. Glaubst du mir? Ja, ich gebe den Drink aus. Abzocken und abgezockt werden. In jedem Fall ein günstiger und unterhaltsamer Abend für Miriam Weichselbraun. Oh no!